Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prison Architect. Ja, Forestry haben wir jetzt mal wieder gemacht. Wir haben ein bisschen übertrieben. Ah ja. Prison Architect. So, wir haben wieder einen anständigen Cashflow. 15.000 abeinander, 7.000 kriegen wir am Dach rein. Die Exporte sind momentan ein bisschen klein, weil die Werkstatt so klein ist. Aber jetzt Lager 2 wird hergerichtet. Ja, es ist jetzt diesen Part dran. Wir wollen wieder mehr Arbeiter. So, hier... Immer schön einen Tee basteln. Kann das sein, dass hier irgendwo so ein Putzemichel ist und die ganze Zeit hier aufräumt und ich sehe das nicht? So. Auf einer Seite haben wir es jetzt schon mal beieinander. Ah, ich höre, das ist es. Wenn die Mitarbeiterräume tatsächlich fertig werden. Ah, schön. Diese Geräusche, sehr schön. So. Dann haben wir schon mal beieinander hier. Dann kriegen sie alle noch Kacklichter. Sowohl fürs Kacken als auch fürs Lichter. Ja, ja, du. Ich fand das ja witzig genug. Ich habe ja tatsächlich das Video, wo ich entdeckt habe, dass die Mitarbeiter ja auch aufs Klo müssen, den Part habe ich den Drang zum Defekieren genannt. Ich fand das schon witzig genug, dass Leute wissen, was Defekieren ist. Oh. Und weißt du, was noch viel geiler ist? Das ist einer der bestbesuchten Videos in diesem Monat. Ah, herrlich. Das ist YouTube. Das ist YouTube Live. Das ist... Ich kenn's nicht anders. Ich finde es schade. Die Videos, wo ich mir wirklich Mühe gebe, wie zum Beispiel meine Watchout-Videos, wie das Video von Domina. Das war... Da habe ich Arbeit reingesteckt gehabt. Und habe gedacht, das mache ich Mühe. Habe ich Mühe gegeben. Das wird nicht vom Algorithmus aufgenommen. Was vom Algorithmus aufgenommen wird, wird es das Video Let's Play Prison Architect, den Drang zum Defekieren. Warum muss man immer eigentlich so diese Unterschiedsschublade aufnehmen, damit der Algorithmus das abnimmt? Was? Wir machen es einfach so. Kacke. Ich schreibe jetzt einfach in den Titel Kacke rein. Einfach nur richtig so schön knötern. Ne? Vielleicht geht's dann auch wieder hoch, ne? Ne, das ist bloß etwas, worüber ich mich die letzten Tage so ein bisschen aufgeregt habe, als ich meine YouTube-Statistiken wieder durchgegangen bin, wo ich mir gedacht habe, nee. Für das, wo ich mir Mühe gebe, das wird nie gesehen. Das, wo ich mir wenig Mühe gebe, das wird aus irgendeinem Grund vom Algorithmus immer aufgenommen. Wie zum Beispiel, ich habe ein generelles Gedankenvideo gemacht darüber, was nochmal, Endless Space und Stellaris. Das ist das bestbesuchteste Video auf diesem Kanal. Es ist schrecklich. Ich habe mir null Mühe für dieses Video gegeben, weil ich einfach nur mal so meine Gedanken äußern wollte, weil ich davon ausgegangen bin, das sieht sowieso wieder keiner, weil das ist ein Strategie-Game, wo halt wieder wo Leute eine Aufmerksamkeitsspanne von über 30 Minuten brauchen. Das geht nicht. Und das wird wieder aufgenommen. Also ich verstehe manchmal den Algorithmus nicht. herrlich. Naja, wenigstens habe ich, seitdem ich ja so ein paar Sachen hier allgemein ein bisschen verbessert habe, meine allgemeine Qualität ein bisschen gesteigert seit damals. Ah ja. Mann, also YouTube. Ich bin froh, dass es nur ein Hobby von mir ist. Ich bin wirklich froh. Wenn das mein Job wäre, ich würde dran verzweifeln. Also YouTuber, es ist kein Job, den man heutzutage sein möchte. Man muss ständig dieser Tretmühle sein, man muss ständig, man kann keinen Urlaub nehmen, man kann einfach nicht mal kurz ruhig sein, man muss alles, sein komplettes Leben auf ein Silbertablett servieren, damit die Leute glauben, dass man ein besseres Leben hat, als man eigentlich hat. Ah. Nee. Kann ich drauf verzichten, meine Damen und Herren. Ich habe ein normales Leben und bin glücklich damit. Vielen Dank. Oh Mann, YouTube. Ich kann mich eigentlich so allgemein so ein bisschen aufregen, aber sagen wir mal so, wer weiß, wie lange ich mich noch aufregen kann. Ne? Artikel 13 ist ja durch und den ganzen Scheiß, ne? Das ist, was da so alles durchkommt. Ist dann halt die Frage, was ist Gesetz und was ist Gesetzausführung? Das sind ja auch wieder zwei Dinge, ne? Weil es gibt ja auch Datenschutzrichtlinien, die nie eingehalten werden, weil es keinen Schwanz interessiert, weil sie undurchführbar sind. Aber, naja.
Mal sehen, ne? Mal sehen. Weil es kann durchaus möglich sein, dass mit, sobald er so ein deutsches Gesetz sagt, du, das ist hier ein bisschen anders da und ich habe mich ungünstig formuliert, dann ist Let's Play für mich aus. Okay. Ich bin zwar Non-Profit, was mich eigentlich von diesem Artikel 13 eigentlich nahezu komplett ausschließt. Wer weiß aber, was sie dann mit assoziieren, was Non-Profit heißt, ne? Das kann ja auch viel heißen. Weil sobald ich dann irgendwann mal auf die Idee komme, mach mal hier so ein Merchandise oder so ein Kram, weil das wurde mir tatsächlich mal vorgeschlagen, dass ich mal Merchandise machen soll. Ja, weiß nicht so recht. Ich habe zwar genug Sprüche, die man auf meinem Kanal tatsächlich merchandisen könnte, aber, I don't know. Weiß nicht. Wollen wir schon so wirklich, wollen wir auch in Realität so kapitalistisch machen, weil wir sind ja hier im Spiel, das macht ja Spaß, diesen kapitalistischen Kram durchzuführen, aber das Schlimme an diesem ganzen Kram ist, ist es wahr? Idealismus kommt nicht weit. Naja. Heutzutage zumindest nicht mehr. Naja. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von Merchandise hält, weil es gibt da allein schon, was wir für Gags aus dem Tentakelmonster bringen könnten. Allein das, ne? Also allein schon, dass ich das Tentakelmonster gefürchtet, geflohen und geheiratet habe, das lässt sich auch schon ziemlich einiges draus machen. Oder auch so ein recht unbekannter Gag, der in der Cataclysm Dark Days Ahead Let's Play-Reihe eigentlich so extrem beliebt geworden ist. Interessanterweise aber auch nur durch meine Familie, weil die sich das gesehen hat. Mein Bruder hat sich weggeschmissen. Er ist ja Büchsenmacher und er hat sich weggeschmissen, wie ich plötzlich eine Walter mit einer Socke verwechselt habe. Oh, verdammt, das ist eine Socke. Da hätte ich eigentlich auch so ein schönes T-Shirt für das, was man machen könnte. Vor allem das Schöne an Merchandise ist ja eigentlich, es ist nicht wie Donations, wo einfach nur wirklich einer der Profiteur ist, sondern ich produziere etwas, ihr kauft es. Und es muss euch gefallen, natürlich. Es muss euch gefallen, ihr habt ein T-Shirt oder irgendwas in der Richtung dafür und ich habe ein bisschen Profit davon gemacht. Das wäre durchaus eine Sache, mit der ich mich zu einem gewissen Grad anfreunden könnte, weil das nicht so eine einseitige Geschichte ist. Also Spenden war ich ja mal am Überlegen, das zu machen. Oder ich habe dann mal ja angefragt wegen Patreon und den ganzen Kram. Da meintet ihr auch, ja, Patreon ist nicht so geil. Ich hätte gerne eine andere Möglichkeit, dich zu unterstützen. Und ich glaube, von allen Möglichkeiten wäre ich noch mit Merchandise noch eher am okaysten. Weil wie gesagt, ihr habt's was, ich hab was davon, warum nicht, ne? Also das ist etwas, wo man tatsächlich profitieren davon kann, gemeinschaftlich. Naja, mal sehen, ob ich wirklich Merchandise mache für den Kanal. Ja, es ist, das Problem ist nur, sobald da wieder Geld mit ins Spiel kommt, und wer bist du? Low, ne? Okay, das sind alles keine, die wir kennen. Okay. Sobald Merchandise dazu kommt, also Geld im Allgemeinen zukommt, versucht man ja, das Ganze etwas größer zu machen. Man versucht ja profitabel zu sein, ne? Sobald Geld in die Sache kommt, wird das meistens kein Spaß mehr. Ne? Da muss ich aufpassen. Ne? Dass der Spaß nicht dabei verloren geht. Wenn man sowas machen würde, ne? Aber es wäre schon cool, ne? So ein Charakter XV Merchandise. Naja. Es gibt ja nur wenige Kanäle, die das wirklich hinkriegen, bis heute lang komplett, wie soll man sagen, unabhängig zu bleiben. Kaddi ist halt so das strahlende Bild am Horizont von YouTube Deutschland. Praktisch seit der Gründung von YouTube dabei. Der älteste noch aktive YouTuber Deutschlands. Also nicht älter im Sinne von Alter, weil Kaddi ist noch nicht so alt, aber er ist jetzt einer der ältesten Kanäle. Kaddi, für die es nicht sagt, Cold Mirror. Die Dame, die Harry Potter Verarschung gemacht hat. Ja, und die ist immer noch unterwegs. Das ist zwar nicht so groß wie, was man heute als großen YouTuber bezeichnen würde. Sie ist ein mittelgroßer YouTuber, so mit so 1, irgendwas Millionen. Ich finde das sowieso schon derb genug, dass das ein mittelgroßer YouTuber heutzutage ist. Wie sie angefangen hat oder wie ich angefangen habe, waren 10.000 schon große YouTuber. Oh. Ja. Ein bisschen YouTube Matter heute, ne? Moment, ich glaube, ich muss noch was tun, damit ich den Überschrift von dem Video so machen darf. Scheißen! Ich glaube, das dürfte jetzt reichen, ne? Ich glaube, ich habe jetzt genug Mist referenziert, um jetzt tatsächlich diesen Titel zu rechtfertigen. Naja. YouTube und Scheiße. Das ist,
Das ist ja YouTube. Das ist der Name von dem Video. Mal schauen, wie groß das wird heute, ne? Warum habe ich eigentlich diesen ganzen Meta-Scheiß jetzt angefangen? Ich wollte doch eigentlich Prison Architect zocken. Ah, oh, herrlich. Okay, willkommen zurück zu Prison Architect. Wir haben die ersten 10 Minuten von dem Video nur Scheiße gefaselt. Ah. Oh. Ich darf ja wenigstens fluchen, denn ich bin ja Non-Profit. Ich muss ja nicht über Monetarisierung aufpassen, ne? Ah, Mann. Non-Profit hat so viele Vorteile oder so viele Nachteile, ne? Einer der größten Nachteile ist, man kriegt kein Geld. Naja, weil... Es ist auch mitunter einer der Gründe, warum ihr auf diesem YouTube-Kanal selten AAAs seht. Weil die sind in der Regel nicht finanziell rentabel genug. Also, ich habe keinen Spaß an denen und sie kosten zu viel. Sie mögen zwar... Der Witz bei der Geschichte ist, Assassin's Creed 3 ist nach wie vor einer meiner bestbesuchten Videoserien. Auch einer meiner ältesten Videoserien, weil es ist das zweite Let's Play, was ich gemacht habe. Und es sieht... Jeder sieht kommt auf diesen Kanal und sieht dieses Video, weil das Einzige, was wirklich groß geworden ist, mal abgesehen von meiner Dwarf Fortress-Reihe. Ist auch wieder ein Let's Play, was ich mal besuchen wollen würde. Aber ich habe schon so lange nicht mehr Dwarf Fortress gespielt. Einatmen, nicht vergessen. Und ja... Es ist YouTube, ne? Naja, wenigstens habe ich die Zeit überbrückt. Wir haben jetzt wieder 30.000. Ich könnte jetzt nochmal eine Baumfarm machen. Und ich bin verführt, es zu tun. Ich bin ernsthaft verführt, es zu tun. 18.000 Income. Wunderschön. Wunderschön. Ha. Okay, okay. YouTube, Kacke und Tourette. Ja, ja. Oh, Mann. Ja, ja. Man darf ja fluchen hier, dann kann man wenigstens... Das kann, wenn man schon, dann übertreibt man cremig, ne? Mit Nüssen. Mit Splittern. Ja. Und alles was anderes, was du noch so in Binding of Isaac siehst. Mais habe ich, glaube ich, vergessen. Oh, Mann. Yay. YouTube. Immer wieder ein Drang der Freude. Naja. Ich habe tatsächlich mal überlegt gehabt, auf eine andere Plattform zu wechseln. Und ich habe tatsächlich auch mal überlegt gehabt, so Streaming und den ganzen Kram. Das Problem ist nur, ich habe jahrelang nicht streamen können, wegen halt meiner Internetleitung. Jetzt geht es ja zum Glück. Ich versuche am dieses Wochenende auch wieder zu streamen. Ich weiß zwar noch nicht, was wir spielen, aber es wird wahrscheinlich wieder lustig. Ich vermute mal irgendwie RimWorld oder irgendwas in der Richtung. Weil da habe ich wieder drauf Lust drauf und ich muss sowieso gerade ein paar Mods überprüfen, ob sich das für eine neue Staffel rentiert. Naja. RimWorld kann man ja schön neu spielen, ne? Kann man eine neue Geschichte machen. Naja. Naja, mal sehen. Hier wird wieder das ganze Holz wegtransportiert, wieder Profit. 3000. Mon ami. Wunderbar. Naja. YouTube-Money und Kacke. Ne? YouTube-Money-Kacke und... Ja, Wortfindungsstörung. YouTube-Money-Kacke und Tourette. So, jetzt haben wir's. Wenn das der Algorithmus nicht aufpackt, dann weiß ich... Dann... Ja, dann weiß ich auch nicht. Warum muss man sich auf sowas immer herablassen? Ne? Ist ein bisschen schade. Weil etwas, was ich ja auch etwas schade finde, ist, dass seit 2 Jahren wird der Kanal nahezu null entdeckt. Absolut null. Seit 2 Jahren. Davor habe ich immer einen konstanten Strom von neuen Zuschauern gehabt, die so das Projekt, die irgendwas gefunden haben. Ich wurde immer wieder mal vorgeschlagen, aber der YouTube-Algorithmus hat mich in den letzten 2 Jahren nicht lieb gehabt. Und seitdem werde ich nicht mehr vorgeschlagen. Was extrem enttäuschend ist. Nicht, weil ich es nicht geil finde, dass ich lauter alte Hasen dabei habe, weil man kann ja mit diesen alten Hasen neue Jokes machen und so weiter, den ganzen Kram. Das ist schon geil. Es ist halt nun schade, dass halt einfach... Was mache ich da jetzt gerade? Was für ein Blödsinn war das jetzt gerade? Es ist halt schade, dass halt wirklich auch kein neues Blut dazu kommt, dass halt einfach auch keine neuen Witze entstanden werden, dass die Community sich nicht erweitert. Ja, man möchte dann doch ein bisschen das Wachsen sehen. Und sei es dann auch nur, weil man sonst halt sich einfach zu sehr darauf spezialisiert. Naja. Naja. YouTube halt, ne? Kein schönes Thema an sich, ne? Naja. So, 35.000. Ich könnte jetzt nochmal... Ich mache jetzt nochmal so eine Forestry.
Und besorg mir nochmal schnell ein paar Gärtner. Mhm. So. Forestry. Ramassen. Nö, dann glaube ich, werde ich aber auch keine Forestry mehr weiterbauen, weil ich glaube, ich brauche es dann auch nicht mehr. So. So ungefähr sollte das dann sein. Das dauert jetzt eine Weile. Ich find's immer noch geil. Oh Mann. Machen wir hier das nochmal einen Rahmen um die Exports herum. Sehr schön. So, jetzt wird erstmal wieder ein Hafenarsch für Bäume ausgegeben. Aber aus irgendeinem Grund nur zur Hälfte. So. 3000 Exports. Sehr schön. So, dann kann ich mal gucken. Habe ich hier noch was vergessen? Ich habe die Drains. Genau, die Bücher habe ich vergessen. Jeder kriegt eine Bibel. Wo haben wir es denn? Radio. Na? Wo ist es denn? Bibel. Hallo. Ach, wird mir wieder nicht angezeigt, oder? Ja, wird mir wieder nicht angezeigt. Der Witz bei der Geschichte ist, ich stecke hier so viel Zeit in mein ganzes YouTube-Gedöns rein. Eigentlich wollte ich ja Game-Ingenieur werden. Oh Mann. Ich komme halt wegen meiner Schule momentan relativ wenig zum Eigenprogrammieren. Ich habe zwar ein paar Sachen, die ich dann auf meinem Game-Development-Twitter dann immer wieder so füttere. Momentan ist da nicht viel Zeit dafür. Ich bin gerade gut beschäftigt mit dieser Scheiß-Engine von meinem Prof, ne? Es ist eine eigenartige Engine, sagen wir es so nicht. Sie ist nicht unbedingt scheiße, sie ist eigenartig. So, jetzt. Sie hat ein paar Quirks, wo nicht sein müssen, die halt wegen Educational Purposes drin sind und so weiter. Nö, aber, naja, Meta-Zeug, ne? YouTube, Money, Kacke, Torrent und Meta, ne? Irgendwas wird es dann schon sein, wird es dann hier schon sein. Naja. Naja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Stream heute, Ding am Wochenende, also nächstes Wochenende. Für euch ist das, glaube ich, Moment, ich muss mal kurz auf meinen Plan gucken. Genau, ihr habt's ja, das ist der Part, der am 19. rauskommt. Dann dürfte das für euch der Stream letzte Woche gewesen sein. Vielleicht, es ist unwahrscheinlich, dass ich dieses Wochenende, also für euch dieses Wochenende streame. Vielleicht streame ich zwischendrin mal. Am Donnerstag vielleicht. Also für euch dürfte das dann heute sein, vielleicht. Nein. Moment, der 21. ist der Sonntag. Samstag, Freitag, also morgen. Nein, gestern. 18. ist gestern. Ich habe jetzt gerade kein Datum da. Moment. Der 21. der Donnerstag ist 18. Das heißt also, gestern hätte ich bei euch, wenn es alles gut läuft, gestreamt. Ne? Wenn alles gut läuft. Es muss ja natürlich auch Zeit und da alles blasa sein, ne? Es muss ja gehen. Ich muss ja Zeit haben für den ganzen Kram. Ich könnte hier vielleicht ein paar Tische noch mit reinstellen, ne? Tables, hier. So, dann haben wir hier das hier schon mal eingerichtet. Numero 2, du. Ich glaube, wir haben noch keine Heizkörper hierherin. Ein Radiator. So, hier. Wie sieht's mit Boiler aus? Ich habe hier keinen Boiler hin. Okay. So, wie sieht's eigentlich hier mit Strom aus? Hat noch ein bisschen Platz. Aber was, ich mache jetzt hier mal. Ich mach schon mal gleich hier. Dann ist das auch für den Rest erledigt. Mhm. Ich glaube, ich brauche ein paar Wachen wieder mal. Ich kann mir jetzt auch solche Wachengeschichten auch leisten, ne? Es ist ja hier, ne? Manne! Und hier die ganzen Laster. Oh Mann. Ist gut, dass ich ein zweites Tor gebaut habe. Oh Mann. Ich habe schon mal nicht mehr genug Leute, die das Zeug von A nach B verschleppen können. Ich glaube, ich brauche mehr Walkman. Wir haben alle was zu tun.
Jo. Jo. Damit ist der Generator voll aufgemotzt. Sehr schön. Jetzt müssen wir hier dann auch nochmal die ganzen Arbeitsgeschichten basteln, ne? Machen wir hier mal so ein richtig schön großes Gebäude hin. So, ja, irgendwas in der Richtung. Das ist unsere Werkstatt. Require an entrance. Gut. Hier ist die Door. Die Dorothea. So, und ein Metal Detector. Komm schon. Metal! Da ja. So, ich höre im Hintergrund die Worker stöhnen. So, hier ist kein Metal Detector davor. Das ist irgendwie komisch. Das soll so nicht sein. Genau. Hier. Arbeitet euch zu Tode! Arbeit macht frei! Ne? Die Ironie dabei ist, in diesem Gefängnis stimmt das. Wenn du hier arbeitest und allgemein gutes Mitglied in dem Gefängnis bist, was eigentlich nur aus kapitalistischen Konstrukten besteht, wirst du früh rausgelassen und ich krieg Geld dafür. Aber egal, nice, ne? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Das Game. Das Game ist einfach nur awesome. Hoppala. Ich sollte nicht das Mikrofon hauen. Okay, auf jeden Fall. Arbeitsstätte 2 wurde hergerichtet, beziehungsweise wird gebaut. Und wir sehen uns im nächsten Part, wenn es heißt YouTube Money Tourette Kacke oder weiß Gott noch was alles. Wir sehen uns im nächsten Part. Bitte Gott. Hoffentlich ohne diesen Themen.